Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Bund und Länder zu einer engeren Zusammenarbeit bei der Rückführung von Migranten aufgefordert. Bei einem Besuch der Ausländerbehörde in Berlin verwies Merkel am Montag darauf, dass nur dann die Abschiebung von Menschen ohne Bleiberecht auch erfolgreich sein könnte. Die lokalen Ausländerbehörden hätten den direkten Kontakt zu den Menschen. Der Bund sei aber etwa dann gefragt, wenn Papiere oder Pässe fehlten. Merkel sagte, bei der Rückführung von Menschen in den Westbalkan habe man erhebliche Erfolge erzielt. Aber wir haben gerade, was die afrikanischen Staaten anbelangt und auch den arabischen Raum, noch erhebliche Probleme. Wir haben Fortschritte erzielt jetzt durch das Rückführungsabkommen mit Afghanistan. Das macht sich dann auch schrittweise bemerkbar. Dabei müsse zwischen den verschiedenen staatlichen Ebenen eine vertrauensvolle Zusammenarbeit stattfinden. Unter dem Begriff der Rückführung werden zwangsweise Abschiebungen ebenso gefasst wie freiwillige Ausreisen, beispielsweise mit einer finanziellen Unterstützung.